Oft kommt die Diagnose zu spät. Medikamente nützen nichts mehr. Es bleibt nur noch die Dialyse. Noch immer gibt es Probleme bei der Nierenersatztherapie. Das war den Teilnehmern des 23. Forums für Innere Medizin nicht neu. Regional und überregional tätige Ärzte, aber auch Betroffene und interessierte Mitbürger waren eingeladen, um einen Ausflug in die Geschichte zu machen, die vor allem Dr. Kurt Möller, der Erfinder der künstlichen Niere in Deutschland, geschrieben hat. Wir haben im ersten Vortrag vom ehemaligen Dekan der Uni Halle, Herrn Professor Osten, gehört, was Dr. Kurt Möller geleistet hat. 1955 sind jetzt etwa 60 Jahre später heute mit der Dialysetechnik sehr modern ausgestattet und haben Vorträge gehört, wie wir heute in der Dialyse die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Patienten ganz entscheidend verlängern können. Wir haben Lebenserwartung bis zu 25, 30 Jahre. Das war früher am Beginn der Dialyse nur Monate bis Jahre möglich. Und der Nachfolger von Professor Osten in Halle, Professor Gierndt, hat uns das wesentlichste Thema genannt, dass nierenkranke Patienten heute durch eine erhöhte Herz-Kreislauf-Sterblichkeit immer noch belastet sind. Und er hat hier vier auch praxisrelevante Ansätze gezeigt, wie man die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit verhindern kann, unter anderem durch körperliche Bewegung. Über Erfahrungen mit der Nachtdialyse wurde ebenso gesprochen wie über neue Medikamente oder den Einsatz der Nephrologie zur Bewältigung der EHEC-Epidemie. Eine rundum gelungene Veranstaltung, wie Professor Jehle fand. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass 50 Menschen aus der Region kamen, Ärzte, Interessierte, Krankenpfleger, Schwestern, Mitarbeiter des Hauses, aber auch Bürger der Stadt, die unsere Gesundheitsforen regelmäßig besuchen, sind auch heute wieder da. Und auch ein paar eigene Patienten, auch transplantierte Patienten, die uns nicht mehr als Nierenersatzärzte brauchen und uns die Treue halten und vorbeikommen, das freut mich sehr. Auch in Zukunft wird die Kurt-Möller-Gedächtnisstiftung in Wittenberg aktiv sein. Das nächste Symposium wird es wohl 2014 am Paul-Gerhardt-Stift geben.